So, hallo zusammen. Wie ihr seht, ist ein bisschen was los. Ich habe noch nicht gefüttert. Ich werde es dann ein bisschen sauber machen, weil euch das Ganze wieder filmen in den Zeitraffer natürlich. Dann werde ich füttern und dann werde ich ein bisschen den Rundgang machen, was ich getan hat. Ihr seht vielleicht schon, ich habe jetzt die Wachteln im Schlag und ich werde auch die Tiere, die ich das letzte Mal gezeigt habe, nochmal zeigen und dann werden wir nochmal drüber reden, wie sie sich entwickelt haben. Und jetzt viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr seht, laufen hier ein paar Wachteln rum. Was eine Neuerung ist, und das andere ist natürlich hier die Mauer, wie versprochen, habe ich gemacht, damit hier keine Mäuse und Kummel reinkommen. Ich glaube, ich muss noch ein paar Ecken schließen. Da hinten sehe ich, glaube ich, dass ein Durchgang ist für Mäuse. Unten sieht man die alten Ausstellungskäfige. Die habe ich ein bisschen mit Tannenzweigen ein bisschen hübsch gemacht, damit sie sich ein bisschen heimisch fühlen, die Wachteln. Eier habe ich bisher noch keine gesehen. Ich habe aber auch noch nicht richtig geguckt, weil ich zwei Wochen natürlich nicht da war. Man sieht aber, ich fütter die Wachteln extra. Ich kann hier oben aufmachen. Ich fütter die Wachteln extra mit Legehennen, Mehl, Korn. Hat den richtigen Proteingehalt und dann fressen sie nicht so viel vom Taubenfutter. Ansonsten fressen sie natürlich mit bei den Tauben einen Teil davon und alles, was am Boden liegen bleibt, wird mitgefressen. Also das ist ganz gut. Das passt wunderbar. Ansonsten die Wachteln muss man ein bisschen aufpassen, die versuchen gern auszubüchsen und die kommen natürlich nicht mehr wieder. Das sind ja keine Hühner, die wieder zu ihrem Schlag oder, wie soll man sagen, wieder zurückkehren. Also muss man ein bisschen aufpassen beim Rein- und Rausgehen, aber ansonsten ist das ganz cool. Einziges, die laufen immer gerne ein bisschen um die Füße rum, muss man aufpassen. Ihr habt es bestimmt im Video gerade davor gesehen beim Saubermachen, die sind immer um mich rum, aber man kriegt es hin. So, dann werde ich jetzt mal füttern. Und die Tauben soweit einfangen, die ich euch nochmal zeigen will. Hat sich einiges getan nach der Mauser und dann werden wir das Ganze nochmal durchsprechen. Und dann schauen wir mal weiter. Jetzt werde ich die Tauben dann füttern. Mal schauen, wie ich das mache. Ich habe nämlich meinen Stick in der Hand, wie ich euch das zeigen kann. Aber kriegen wir hin. Und dann werde ich die Tauben einzeln einfangen beim Fressen. Was in die Käfige tun, damit wir sie dann besprechen können. Als erstes bekommen die Wachteln was. Soll ich mal das Legehennenmehl. Ich habe ein paar Mehlwürmer mit runter gemischt, das mögen sie ganz gern. So, und jetzt kommen die Tauben. Eine Wintermischung. Ein bisschen weniger Eiweiß und Co. drin, mögen sie ganz gut.
bisschen mehr rein. So, und jetzt geht es darum, dass ich die richtigen einfange. Schauen wir mal. War nun schwerer als gedacht. Ich habe die letzte Torbe nicht gefunden. Naja. Wie ihr seht, sind natürlich jetzt nervös, die wollen natürlich fressen. Aber gut, wir gehen sie mal durch. Fangen wir gleich hier vorne an. Ich werde mir das andere Video dazu zeigen, was ich das letzte und das vorletzte Mal hatte vielleicht. Das ist jetzt LC400, Nachzucht vom weißen Pärchen. Mauser ist durch, man sieht die Schuppung ist nicht sonderlich schön, sehr viel Grundfarbe drin. Mal gucken, die Säumung ist auch sehr breit und auslaufend, also ich denke mal, den werde ich aussortieren. C400, die Schuppung an sich auch noch sehr dunkel teilweise mit drin, die Mauser ist aber noch nicht ganz rum. Vielleicht wird es noch ein bisschen besser nach der Mauser, also es ist sehr viel Grundfarbe vorhanden, sieht man auch ansonsten. Ja, wie gesagt, nach der Mauser sieht man mehr. Da sieht es oben im Hals noch, da ist das Gefieder teilweise schon richtig weg. Das kommt gerade alles. Muss man schauen. Ich bin ja ziemlich spät dran mit den Jungen heuer und das merkt man jetzt einfach auch mit der Mauser. Wenn wir noch nicht durch sind. Die Schuppung gibt ein paar schöne Schuppungsbilder, die ich sehe, aber wie gesagt, die Grundfarbe ist sehr stark, kommt da durch. Wenn wir mal gucken, wie es sich entwickelt. Das Geschwisterchen, DA678, Mauser ist auch durch, ja, ist gut, bin schon. Man sieht, die Schuppung ist relativ gut geworden, aber mir gefällt der Saum auch nicht, der ist auch recht ausgelaufen, ich denke mal, dass ich sie auch aussortieren werde. Dann kommen wir zum nächsten, DA678. Ist Nachzucht mit dem Nestgeschwister, der ist direkt daneben aus vom Waisenpärchen. Mauser ist auch noch voll im Gange, wie man sieht. Er ist sehr dunkel in der Schuppung. Er hat auch teilweise das Geschuppungsbild. Ich denke, da brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Er ist sehr dunkel vom Gesamtton. Mal schauen, wie sich es nach der Mauser darstellt. Da werde ich vielleicht auch noch mal ein paar Bilder machen, damit man mal sieht, wie sich das so vom Verlauf ergibt. So, jetzt muss man mal gucken, das muss halt
LC401 sein, Nachzug von Blau. Da kommt richtig mal rum. Ja, das ist, glaube ich, ein teurer, ne? Ja, wehrhaft. So, sieht, Maus ist auch durch. Schuppung ist sehr dünn. Der Saum läuft auch ein bisschen aus. Trotzdem noch einiges an Grundfarbe mit drin. Denke ich auch, ist ein klares Thema, wenn wir aussortieren. So, hier haben wir jetzt das blaue Nistgeschwister, LC401. Das sieht jetzt schon mal sehr viel Lampung, weil es eine großgiebige Schuppungsbild. Ist auch sehr viel Grundfarbe drin. Der Saum läuft auch ein bisschen aus, was ich bis jetzt sehe. Grundfarbe passt, am Aftergefühl ist auch alles in Ordnung. Ja, unten an den Hosen, wie man so schön sagt, oben hoch ist ein bisschen hell. Und mal schauen, wie sich das gibt, wenn die Mauser komplett durch ist. Man sieht sie auch wieder, überall sind noch Federn. Da kommt noch was. Ja, mal gucken, aber hoffe ich mir auch nicht sonderlich viel. Hier haben wir DA675, Nachzucht von Orange. Das ist die Toyben. Die gefällt mir eigentlich sehr gut. Der Saum läuft ein bisschen aus, hat ein bisschen... Na, bleibt cool, passt schon. Ja, ansonsten schöne, relativ gleichmäßige Schuppung. Ist nicht ganz perfekt alles, aber ich denke, ich werde sie mit in die Zucht nehmen. Mal schauen, was sie da bleiben. So, hier ist das andere Junge vom Orangenpärchen. Ich denke fast, das ist eine Toybin. Das ist auch das erste Junge, was durchgekommen ist und geschlüpft ist. Man sieht, die Zeichnung ist auch sehr schön eigentlich. Es sind ein paar Stellen drin. Muss man mal schauen, wie sie es verwächst nach der Mauser. Hat sehr viele weiße Schwingen, 8 und 9. Also ist eigentlich schon am Zuchtideal sehr nah dran. Sieht man auch, schaut schön, sehr schön aus. Mal schauen, was am Sonntag rauskommt. Sind wir jetzt bei DA675 vom Orangenpärchen, die einzigste Nachzucht heuer. Schuppungsbild sieht eigentlich relativ gut aus. Der Saum läuft ein bisschen aus, was ich sehe. Den hatte ich auch in der Jungtierbesprechung dabei. Hatte damals ein bisschen Ruß im Gefieder, was darauf schließen lässt, dass er eben dann vor der Färbung her nochmal ein bisschen dunkler wird. Ist er auch geworden. Ich schaue mal, ob ich noch ein Bild habe, wie er damals ausgesehen hat. Oder sie, ich denke mal, es ist eine Täubin. Ja, bin ich nicht ganz unzufrieden. Muss ich noch beobachten, muss ich entscheiden, was ich mache, ob ich sie vielleicht mit ins nächste Jahr nehme. Und dann vielleicht zur Zucht mit einstellen. Mal schauen. Ist eigentlich die einzige oder das einzige Jungtier, wo ich bisher ein bisschen positiv gestimmt bin, dass da noch was draus wird und dass das so für die Zucht vielleicht passt. Vom Wesen her auch eine ganz nette. Alles gut. Jetzt muss ich spicken. DA684, Nachzucht vom Brau, Geschwisterchen. Man sieht, der Saum ist relativ dünn und kräftig, das gefällt mir eigentlich. Grundfarbe ist auch nicht allzu viel vorhanden. Ich denke mal, es ist ein Täuber. Mal schauen, ob man ein bisschen. Ja, ich denke mal, es ist ein Täuber. Bin ich überlegen, ob ich ihn für nächstes Jahr behalte und eventuell mit der Täubin oben orange zusammenpaare. Mal schauen. Ist DA684 Nachzucht mit einem Geschwister im Nest damals von der blauen Paarung. Man sieht jetzt schon, die Schuppung ist nicht sonderlich schön, der ist aber auch noch nicht durchgemausert. Ich werde noch ein bisschen abwarten, aber ich erhoffe mir eigentlich nicht zu viel. So war die Grundfarbe, passt so, was ich sehen kann. Aber wie gesagt, nach der Mauser, wenn die komplett durch ist, werden wir nochmal sehen, aber ich erhoffe mir nicht sonderlich viel. So, hier kommt jetzt der letzte. Das ist der DA682, Nachzucht von Hellgrün. Sehr nervös. Das war das Thema. Die Schuppung an sich gefällt mir sogar. Die ist relativ kräftig, läuft ein bisschen aus. Okay. Das Problem ist, unten am Aftergefieder ist es die Aufhellung, somit Ausschlusskriterium. Der wird auch definitiv wegkommen. So, ich werde schauen, dass ich die Videos immer anhänge von letzten Mal, dass man den Unterschied sieht, wie sich die Tauben entwickelt haben. Oder ich überlege, ob ich ein komplettes Video mache zu den Entwicklungen. Mal schauen, wie lustig ich bin jetzt dann. Man sieht, der hat eine sehr schöne, ja,
Zeichnung an den Federn, an der Schuppung. Er ist aber sehr dunkel an den Spitzen. DA682 ist eine einzige Nachzucht von meinem hellgrünen Pärchen. Den hat mein Zuchtfreund und auch Sonderrichter für Luchstauben schon angesehen. Mir war von vornherein eigentlich klar, dass da Fehler dabei sind. Ich wollte es aber bestätigt haben. In dem Fall ist unten das Aftergefieder aufgehellt. Und ja, soweit mir gesagt wurde, ist das dann für die Zucht immer schlecht, weil sich das dann irgendwann weiter vererbt, eben auch auf die Schuppung und so weiter und aufs Ganze, auf die Grundfarbe allgemein. Deswegen ist der auszusortieren. Ja. Vielleicht schaffe ich es, dass ich euch nochmal was zeige, wie unten ausschaut. Moment. So. Und zwar, ich zeige es euch mal. Wie ihr seht, hier unten ist auf der Gefieder recht hell. Das ist der Grund, warum man das Ganze aussortieren muss. Ansonsten die Schuppung, da sieht sie teilweise nicht wirklich schön. Großen Saum, ja, ich denke, es ist relativ eindeutig. Wie gesagt, wenn ihr anderer Meinung seid, macht einen kleinen Kommentar. Am Wochenende sind ein paar Hauptsonderschauen und Sonderschauen, unter anderem in Maxhütte von den Nürnberger Farbentauben, da bin ich vielleicht mal. Und wenn nicht, ist ab dem 29.12. bis zum 1.1. glaube ich, ist Hauptsonderschau der Luchstauben in Neudrossenfeld. Da bin ich beim Aufbauen auf jeden Fall dabei. Und am Sonntag, denke ich, werde ich mit der Frau mal hinfahren. Wenn ihr dort seid und mich seht, sprecht mich einfach an. Können wir ein bisschen quatschen. Freue mich drauf. Also, das war's. Servus.